Anhänger beider Teams hochemotional und Teile auch mehr als schwierig einzuschätzen. Und aufgrund der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen begann diese Partie auch mit 15 Minuten Verspätung. Die Stimmung allerdings im Preußenstadion allemal passend für dieses Spitzenspiel. Die Anfangsphase mit viel Tempo, viel Einsatz und Kampf, aber ohne spannende Torszenen. Die Preußen ganz in Grün mit dem ersten Torschuss der Partie. Trockenbrot gespielt, da schon über 20 Minuten. Münsters Coach Ralf Lohse, vor 4 Jahren ja noch der Aufstiegstrainer der Dresdner in die zweite Liga. Die erste Hälfte insgesamt eine spielerische Enttäuschung. Bischofs Freistoß und dann sorgt Reichwein, Preußens bester Torschütze mit 7 Treffern, für die größte Torchance in den ersten 45 Minuten. Dynamos Trainer Stefan Böger konnte zumindest eine gute Defensivarbeit seines Teams notieren. Zur Pause also ein ziemlich dürftiges 0:0, blieb nur Linse putzen und auf die zweiten 45 Minuten hoffen. Und die Preußen versuchten auch sofort ab wieder Anpfiff den Druck zu erhöhen. Die Ecke von Bischof, Schöneberg, abgefälscht und dann kommt der Ball zu Reichwein. Aber kein Problem für Wiegers. Es war zumindest aber schon mal eine vielversprechende Auftaktszene für eine spannendere zweite Hälfte. Dresden mit einem neuen Mann nach dem Wechsel. Für Müller kam Baumann und der führte sich mit diesem Zuspiel auf Komvalius ein. Komvalius und er trifft. Dynamo in Führung durch Silvano Komvalius. Und was für ein Treffer! Der hat Platz, der sieht die Lücke und der passte dann perfekt. Der erste ernsthafte, aber geniale Torschuss der Dresdner bringt das 0:1. Ja, und wie wirkt das auf die bis dahin klar überlegenen Preußen? Siegert, und da kommt Baumann angerauscht von hinten in den Knöchel und Schiedsrichter Weiner griff in die Brusttasche und das hieß rot. Platzverweis für Dominik Baumann. Ziemlich harte Entscheidung, auch wenn es von hinten ohne Chance auf den Ball war. Dominik Baumann, 7 Minuten auf dem Feld, die Vorarbeit zum Tor und dann mit dem ersten Foul vom Platz ein intensiver Kurzeinsatz. Über eine halbe Stunde, also noch Überzahlspiel für das Team von Ralf Lohse. Münster mit dem Freistoß von Bischof. Scherder und Reichwein macht den Ausgleich. Marcel Reichwein mit dem 1:1. Die Standards von Münsters Spielgestalter Bischof, immer gefährlich. Scherder, der Innenverteidiger, Kopfballsieger gegen Moll und dann ist das für Reichwein nur noch Formsache. Ja, und jetzt hatte die Partie aber allemal den Unterhaltungswert eines Topspiels. Nochmal Freistoß Münster, knappe Viertelstunde jetzt noch zu spielen. Amori Bischof natürlich, der König des ruhenden Balls bei den Preußen. Dann die Schlussphase. Noch einmal Münster. Für den Torschützen Marcel Reichwein war Krone ins Spiel gekommen, der Edeljoker, und der wird von Scherder geschickt. Der Holländer an Wiegers vorbei, 2:1 Münster, die Preußen drehen dieses Spiel 5 Minuten vor dem Abpfiff. Der Siegtreffer für Münster und was für ein Trainergeschick mit dieser Einwechslung. Bereits das 4. Joker-Tor von Roger Krone bringt Münster den Sieg in diesem Topspiel.